Oi, da was geht ab, Leute? T-Bubble hier. Eine kleine Diskussion über Wesley Spark, ist ja nächste Woche. Oh yes. Wir werden dabei sein. Wir sind am Start. Nein, leider nicht. Schauen wir mal noch. Ja. Wir sind alle spontan, außer Chong, der ist sicher dabei. Der ist sicher dabei, Mann. Ich bin dabei, Jungs. Wesley Spark ist Bubble. Was glaubst du, wird so gespielt, Tati? Was erwartest du? Ich erwarte jetzt mit der neuen Liste sehr viel Kosten. Ich glaube, das beste Deck. Glaubst du? Ja, ich erwarte auch sehr viel Pimpel. Ich dachte eigentlich, dass Pimpel tot wäre, aber man kann es immer noch spielen und man kann es immer noch krass spielen. Man kann es immer noch gut Fall. Spielen, was mich auch sehr wundert eigentlich. Aber das, also, ich denke trotzdem, Cosmo wird trotzdem... Ich glaube eher nicht, ich glaube eher Pepe. Immer noch. Ich glaube auch eher Pepe. Cosmo ist recht hart. Was kann noch kommen? Monarchen auf jeden Fall. Wermel auf jeden Fall. Monarchen ist halt ein gutes Antideck. Scheiße. Aber das wird dann auch zu oft. Ich denke mal, dass der Hype jetzt einfach weg ist von Monarchen. Dass anfangs, klar, man muss nicht mehr dagegen spielen und so. Aber ich denke, das ist jetzt nicht mehr so relevant. Ja. Was ich glaube, wird kommen mit das Magical Explosion, da Juggler weg ist. Ist so, Mann. Ist nicht so. Magical Explosion, beste Deck, Mann. Okay. Wir werden sehen. Magical Explosion. Wir werden sehen. Wir hören mal auf TV, ja. Magical Explosion FTK. Wir haben einen Spieler, der wird das spielen, weißt du es? Jawohl. Unser bester Spieler. Wir hoffen auf ihn. Wir hoffen auf ihn. Explosion. Mermel auf jeden Fall ist auch so, also auch so ein Ding, auch gutes Deck eigentlich. Der Mermel auf jeden Fall. Ich glaube, BA wird noch gespielt. Ich weiß nicht, Mann. Ex-BA-Meister, was sagst du zu BA? Nein, Mann. Ich krieg's einfach nicht auf. Keine Chance. Also ich finde, dass BA halt echt keine Chance hat. Auch jetzt mit dem neuen Support und so. Mit dem neuen Support doch. Nein. Es ist immer noch zu. Was für ein neuer Support? Diese Beatrice, die rauskommt. Okay, das ist eine Karte, Mann. Wir reden jetzt von Prag. Von Rhino und so, von Ding. Okay. Ja? Auch jetzt mit, es gibt ja auch vielleicht direkt mit den, wie heißen die, mit den neuen, was jetzt rauskam bei Rhino. Super Phantom Knights. Mit den Phantom Knights, aber ich bin auch nicht sehr überzeugt von. Es fehlt eigentlich beim BA einfach noch, die Limitierung von Graph ist echt hart und Seer ist wirklich hart. Es fehlt einfach der Graph auf 2 oder mindestens auf 2. Was ist dein Fazit? BA ist scheiße jetzt. Ja, ist eigentlich nicht. Würdest du niemals Graph nehmen? Nein, ich würde, ist aber immer noch ein Deck, was langweilig war. Ich glaube sogar nicht mal, dass ein Deck da in die Tops kommen wird. Nein, sicher nicht. Mehr. Niemals. Also erster Teller sogar, meiner Meinung nach. Magic Spectre Spieler? Was sagst du zu Magic Spectre? Ein Magic Spectre, mein Fazit, ich habe gegen John gespielt. Er hat Top Meter gespielt, Cosmo und Pepe. Schwierig, sehr schwierig. Aber es hat ihn gestresst, dass die ganzen Fallen da hatten. Rivalry im Anti, als Anti-Hype, als Anti-Version. Es ist schon Deck, was kann, aber es ist in dem Format einfach zu langsam. Cosmo hat viel zu viele Optionen, dass die Sachen nicht gezielt werden. Und kein Turbo, meine Freunde. Und den kennen einfach viel zu heftig die Karte. Und die hast du viel zu oft auf der Starter. Viel zu oft. Was denkst du über Satella? Kann man das so spielen? Nicht schlecht, aber Twitch-Fester rasiert halt. Da haben wir unseren Magical Explosion Spieler. Magical Explosion! Unser Magical Explosion Spieler! Das ist echt effektiv, Mann. Ja, nicht so. Wir werden natürlich wieder reinziehen, aber weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Die Leute, die dick 1000 Euro aus dem Ding haben und so weiter, Mann. Ich zock sie mit so einem Scheiß-Deck, was 50 Euro wert ist oder so, Mann. Darauf freue ich mich am meisten. Ich hoffe, dass du es schaffst. Am besten lachst du auch nicht. Das ist schon geil. Erzähl weiter über Satella. Darauf kommt. Ja, Satella ist halt so, dass es zu langsam ist mit einem normalen Summon und dann 5 Set. Und die Twin Twisters sind halt zu stark. Und manche Decks sind einfach zu schnell, da kommst du nicht hinterher. Also Fazit, Satella ist auch nicht mehr so gut. Was wirst du Wesley Spark spielen? Wenn er entweder Pepe oder Cosmo spielt, weiß aber die 2 besten Decks. Wozu tendierst du? Eher zu Cosmo. Weil es einfach ist und einfach schnelleres Musikal. Was würdet ihr spielen, Jungs? Ich würde Magic Spectre Pepe spielen. Magic Spectre The Formage. Ich bin echt überzeugt von dem Deck. Ich habe mir Link gespielt, ich habe es ein bisschen bearbeitet, ich bin mega überzeugt. Performable. Ich würde Cosmo spielen, ich würde eventuell sogar auch Pepe spielen, aber ich habe das Deck noch nie gespielt.
Aber ich würde trotzdem, ja, ich würde spielen, aber wenn ich da spielen könnte, würde ich spielen. Aber ich würde trotzdem auf Cosmo tendieren und ich glaube sogar auch, dass Cosmo dieses Turnier gewinnen wird. Ich glaube schon. Ansonsten glaube ich sonst, dass kein Deck irgendwie da jetzt oben mitspielen wird in den Tops. Oder es kommt wieder eine Überraschung, man weiß es nicht. Ja, vielleicht wieder irgendwelche Teams oder irgendwelche Es gibt ja gute Spieler und Deckbilder, die auch mit zum Random Deck auf einmal da kommen. Und dann irgendwelche Karten, die zurzeit nichts wert sind. Monier. Auf einmal halten sie das. Monier zum Beispiel. Ja. Monier mit seiner Super Quantum Volcanics. Sehr gut, ja, auf jeden Fall gut, dann würde es vielleicht ich glaube auch, ändern. Ja, aber das, ich glaube, bei den Decks liegt es eher daran, dass die Decks neu sind und man weiß noch nicht, wie man dagegen spielt. Und das hat ein kleiner Vorteil. Und wenn man den ausnutzt, wenn man das Deck gut, so, ja. Ja, wenn man das Deck gut spielen kann, ja, hat man einen Vorteil. Aber vielleicht ist das Deck dann bis dahin nicht mehr so neu. Ja. Abschließende Worte zu YCS. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dort. Park wäre schon geil auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Kann leider nicht dabei sein, aber ich wünsche uns eine gute Hey Leute, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, checkt und subscribe unsere anderen Videos auch noch bitte. Und checkt auch unser Programm und unsere Facebook-Seite ab. Da findet ihr sicher auch informative und interessante Sachen. Ja, leidet nicht.